wir haben ein paar neue Blümchen gebastelt. Und das geht mit solchen Bastelsets ganz einfach zu machen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt einfach dran. Viel Spaß. Ich möchte mir heute ein paar Blümchen basteln. Ich hatte mir vor kurzem so Bouquet Creator Flowers gekauft. Wo steht das? Das hier ist türkis. Dann habe ich noch pink. Purple, also lila. Blue. Oh, die sehen da schön aus, da die bunten. Sunshine ist das untere. So, und da habe ich jetzt schon mal angefangen. Ich habe mir ein paar, also das sind immer so Blätter mit Ausstanzung. Da kann man die Blümchen rausmachen und kann sich die zusammenkleben. Aus diesem lilanen Set, da sind, ihr seht hier, da ist immer so ein helles Dingens in der Mitte und ein dunkles. Diese helle muss immer auf das dunkle drauf. Hier habe ich jetzt so ein helles und so ein dunkles. Und wenn man die übereinander legt, dann passen die so schön, dass immer so die Lücken ausgefüllt werden von dem anderen Teil. Und dann sind noch so ganz kleine Blümchen da drin, die kann man hier noch mit draufsetzen. Und das kann man jetzt mit Schaumklebepads machen und das werden wir jetzt einfach mal übereinander kleben. So, kommt erstmal auf das untere Teil ein Schaumklebepad drauf, damit es so ein bisschen dreidimensionaler wird. Dann muss man das mit dem weißen oder mit dem helleren, mit der helleren Mitte da versuchen. Hast du das abgemacht? Was abgemacht? Ja, das klebe den Kalk ab. Dass man das versetzt aufeinander setzt, dass die Blüten nicht genau übereinander sind, die Blütenblätter. Dann haben wir schon mal zwei hier übereinander. Und dann kann jetzt noch das kleine da drauf. Das ist ja einfach. Das ist ganz einfach. Also diese Sets, die sind so einfach. Das könnt ihr mit euren Kindern basteln. Und da kann man immer wieder schöne neue Sachen. Ihr könnt die einzelnen Blumen verwerten, um die als Deko auf Karten drauf zu machen. Oder ihr könnt so ein Set immer zusammensetzen als Blüte. Ja. Und dann sind ja auch immer noch Blätter damit bei. Dann könnt ihr da noch Blätter mit ransetzen, gerade wie ihr die Karte machen wollt. An der Seite oder an der Ecke oder so. Das ist schöner. Ihr könnt auch mehrere übereinander setzen. Ich habe jetzt hier mal versucht, so, da ist mir das noch nicht aufgefallen, dass es helle und dunkle Teile gibt. Da ist ein bisschen, aber es ist auch eine Blume, kann man auch verwenden. Dann habe ich versucht, die ein bisschen zu knittern und zu knautschen, aber das sieht nicht so gut aus. Die lassen sich auch nicht so gut prägen, also würde ich die einfach so übereinander setzen und verarbeiten. Und das kann man jetzt richtig schön auf Schatullen, auf Karten, auf was weiß ich drauf machen. Wenn man hier jetzt noch so eine Blume mit drauf setzt und noch Blätter mit drauf, sieht doch das auch schon gleich wieder viel schöner aus. Ja. Also, ist schon cool und ganz schnell gemacht und eben in ganz vielen Farben. Das war nicht teuer. Ja. Da sind immer 33 von diesen Blättern drin. Das ist ganz ruckizucki gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr euch jede Farbe dann einmal kauft, 3, 6, 9, 12, 18, gut, seid ihr bei 20 Euro und habt aber alle Farben, die es gibt. So ihr Lieben, ihr seht, dass es mit den Blümchen ganz einfach zu machen ist. Ist diesmal ein kurzes Video, aber was soll ich jetzt mit den Blumen noch groß machen? Man kann das natürlich auf so Boxen draufsetzen. Sieht auch klasse aus, wenn man hier so Blümchen drauf macht. So als Deko. Also probiert es ruhig mal aus. Diese Blümchen sind jetzt gerade im Angebot. Guckt da einfach mal, kann ich euch nur ans Herz legen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig, was wir noch alles so gestalten mit den Papiersets, die ich jetzt habe. Das ist ja unermüdlich. Und immer wieder neue Sachen, die man sich da einfallen lassen kann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.